Willkommen zu Nörden umspielt. In MechWarrior bin ich noch auf Mayetta, habe das letzte Mal eine Mission angenommen, wo ich ganz schön verletzt worden bin. Wie immer ist der Timon bei mir. Hallo. Und jetzt habe ich hier eine mit Schwierigkeit 10. Aber was soll's, die nehmen wir mal an. Du kannst 8 Sachen verbessern, und das sind 9. Auch das Payout und Solvage. 172. Hier gibt's nur. Das ist nicht so viel. Guck mal. Nimm ich lieber das hier, weil kaputt schießen werden sie mich auf alle Fälle. Naja, ist ja auch Demolition. Ja. Kann Spaß werden. Nicht. Also, wen haben wir noch nicht zugeholt? Wir haben Freeman Huber Waters haben wir noch nicht. Aber den Jenner weisen wir dann lieber ihm zu, weil er ist besser. Und dann kriegt er den Job. Javelin und Jenna, ist irgendwie ähnlich. Ja, sehen aber komplett anders aus. So, ready? Und dann gucken wir mal. Mal sehen, welchen Max du jetzt begegnen wirst. Wenn da überhaupt Max sind. Guck schon aus. Irgendwas wird das, was wir zerstören müssen, ja beschützen. Das letzte Mal sind wir ja direkt in die Kampfzone irgendwo reingekommen. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie ein bisschen geordneter verläuft, sodass man vielleicht aus der Entfernung ein bisschen mehr mit den LMs machen kann. Ja, das war ganz schön chaotisch. Is looking to disrupt hostile forces by targeting their food supplies. This is the kind of this is all they have. Nein. So expect them to converge on you quickly once they see you as a threat. But remember that the primary objective is destroying the facility itself. Is this the Mars? Nein, das ist anderer Planet im selben System. Man hier eben war eher so Tundra mit Bäumen und. Ja. Die Wolken waren die Kuchen auf dem Boden. Ja, die sehen ganz gut aus. Die sehen echt aus. Target acquired. Got another one.
ne? Was steht denn hier noch? 3%. You did it, Commander. This whole place has been flattened. Now, let's get out of here before more trouble arrives. Head to the evac zone. Target eliminated. Das war eine kurze Mission und ordentlich Geld ein. Ja, und es ist fast nichts kaputt gegangen. Jetzt bin ich gespannt. Das, was kaputt ist, dürfte von dem 172.000 waren es abgedeckt sein. Wahrscheinlich nicht. Bei mir ist es ein bisschen Rüstung, das sieht bei den anderen nicht viel anders aus. Da kommt mein Leopard. Super. Let's go home. So viel zu Leopard, solltest du aber jetzt nicht unbedingt bekommen. Ja, mit Sicherheit kein Mac, weil es war kein Mac da. Ja, also wie gut ist Leopard. Gut. Vielleicht kriegen wir ein paar Jump Chats. Fehlt ein Jump Chats? Es fehlt 5. 5 Jump Chats? Du hast mitgezählt. Ja, dann fehlen noch 2. Guck mal, wie viel hier von dem 5 noch fehlen. Ja, es fehlen. Nein. Keine Jump-Chats. Also, nehmen wir das, was am meisten Geld gibt. Ja, guck mal, du hast 10. Small Laser der ersten Stufe. Ja, ich mach das aber so. Aber guck mal, das ist ein LMC der ersten Stufe. Ja. Ja, von denen hast du noch gar nichts. So, gehen wir mal wieder hoch. Die Reparatur dürfte ja nicht so lange dauern, weil es nicht viel war. Dann können wir die letzte Mission hier auch noch annehmen und dann müssten wir das... Einfach nur mit der... 3 Tage. Auch 3 Tage. Auch 3 Tage. Das würde mich nicht wundern, wenn der jetzt auch nur noch 3 Tage. So, den lassen wir noch kaputt. Insgesamt 3 Tage. Warten und fertig die nächste Mission. Ja. Und dann haben wir hier die eine Mission noch, die machen wir noch. Defense. Ja, Defense gefällt mir gar nicht gut. Noch Salvage hoch. Du kannst alles. Ja, ich kann alles. Hoffentlich kommt da ein Mac. Weil du hast genug Salvage, um die vielleicht ein Mac-Teil zu holen. Holt man sich dann nur ein Mac-Teil oder einen kompletten Mac? Man kriegt dann den kompletten Mac. Echt? Ja. Das hätte mir aber auch auffallen können, als du beim letzten Mal das gemacht hast. Das hätte mir auffallen können. Mhm. So, das ist diesmal Verteidigung. Verteidigung finde ich immer blöd, weil ich durch das, was ich verteidigen muss, durchlaufe. Our employer feels hostile forces are moving against their industrial settlement. We need to locate the facility and secure it against all external threats. Let's get a move on it.
Höchstgeschwindigkeit ist 64 km/h. Ja. Looks like we found a place, Commander. Commander, welcome to our homestead. Get settled in and prepare for a fight. Recon reports that the hostiles are still on a collision course with our position. Get ready for them. Ja klar, da hinten kommt was. Meine Leute natürlich mitten dadurch. Aber sie ziehen keine Prozentanzahl ab. Das ist schon mal gut. Ja. We have seismic alarms triggering at the outer perimeter of our community. Da war doch eben Mac da. Was ist denn das überhaupt? Target acquired. Oh, jetzt läuft der mir im Weg rum. Okay. Target acquired. Zwei. I got it. Wir haben 7 von 15. Yep, fast die Hälfte. Hinter meinem Rücken das Ding zu klump schießen. Deshalb. Wir haben Maschinenguns, da ist halt das Blut dabei, dass sie damit nicht schießen können. Auch weg. Target acquired. Wie viel Prozent haben wir denn noch? 81. Von 10 von 15. Das wird jetzt die letzte Welle. Your resistance is pulling in more hostiles from the surrounding area. Ja, nur von wo kommen sie? Schau mal oben auf der Karte. Ja.
keine Anzeichen. Da. Target acquired. Und zwei Mechs. Ein Spider und noch ein Spider. Ja. Na komm, da war doch einer. Da ist er. Target is down. Der Mac ist gerade in deiner Base. Damage to the facilities is minor at the moment, Commander. But we cannot allow such damage to cascade. Do what you can to draw the enemies away from here. Super. Our employers will be pleased that we have held our ground and saved this facility. Ja. Good work, Commander. Wow. Und uns ist nicht viel passiert, oder? Panzerung? Deine äußere Panzerung von dem linken Arm, glaube ich, war schon fast komplett weg. So, jetzt habe ich nämlich Rang 5 erreicht. Ja, ein der beiden. Guck dir mal die Waffen von den Anfällen, das ist gut. Nein, geht bad. Ja, aber guck mal, das Oberflügel. Ich nehme den Feuerring. Ja, und dann noch die ACP-BF. Nee, Jump Jets. Ja. Dann nehme ich einmal Jump Jets. Aber auch Level Ups gekriegt. Nicht so viel Damages. So. Und dann können wir hier das nächste Mal weitermachen, weil wir haben jetzt eine neue Prioritätsmission. Aber das gucken wir uns das nächste Mal an.